Zwei Tage später lag ich im Bett und leistete meinen kleinen, sehr privaten Beitrag zur Völkerverständigung. Er hieß Julian, war Engländer, Tourist und hellblond. Ich war gerade dabei nachzuprüfen, wo sonst noch blonde Haare bei ihm zu finden waren, als das Telefon klingelte. Es war Marlene und sie klang aufgeregt. »Ich stecke bis zum Hals in Arbeit und die Statistik schafft mich, beziehungsweise schaffe ich sie einfach nicht«, sagte sie. »Du willst nicht ernsthaft Hilfe bei einer Statistik von mir haben?«, fragte ich sie und schielte nach anderen Dingen. »Ohne dich schaffe ich es zeitlich nie. Das ist Arbeit für zwei und die Frau, die mit mir die Auswertung machen wollte, ist einfach verreist«, jammerte Marlene. »Ich bin morgen um 9 bei dir«, seufzte ich. »Ihr habt die Unterlagen in der Uni. Komm doch um 9 in die Sportturm-Cafeteria«, war ihre Antwort. »Hoffentlich weißt du, was du mir da vorschlägst, mich in die Uni zu locken«, warnte ich. »Ich bin wirklich am Ende«, beteuerte Marlene. »Sag mal, bist du außer Atem?«, fragte sie dann weiter. Julian, wenn das denn sein richtiger Name war, hustete. »Ist Robert bei dir?«, fragte sie neugierig. »Nein«, sagte ich kurz. »Bis morgen«, hörte ich noch, dann legte sie auf. »My girlfriend«, erklärte ich entschuldigend. Er sah nicht danach aus, als ob ihn das sehr interessierte, aber er nickte höflich. Wahrscheinlich trug die Tatsache, dass Marlene nach Robert gefragt hatte, dazu bei, dass ich Julian fragte, ob er über Nacht bleiben wollte. Morgens verabschiedeten wir uns in aller Frühe und ich frühstückte allein. Als ich meine Schuhe anzog, um zur Uni zu fahren, wusste ich schon nicht mehr, welche Farbe seine Augen hatten. Marlene war schon da und wartete auf mich. Die Sportturm-Cafeteria ist einer der wenigen Orte an der Bremer Universität, an dem ich es eine Weile aushalten kann. Ich beobachtete die Schwimmhalle durchs Glas, sah, wie eine Lehrerin ihre Schulklasse Anweisungen gab und schmeckte förmlich selbst das Chlor auf meiner Zunge. Marlene sah übernächtigt aus. Sie saß an einem Tisch in der Ecke und zog eine Menge Papiere aus ihrer Tasche. »Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in diesem Bau stecke«, sagte ich. »Was macht deine Diplomarbeit?«, fragte sie. Meine Gesichtszüge verdüsterten sich. Das war nicht unbedingt mein Lieblingsthema. »Wartet auf Inspiration«, murrte ich. Ich hatte 4 Jahre Psychologie studiert, alle Prüfungen absolviert, ein halbes Jahr beim sozialpsychiatrischen Dienst Praktikum gemacht und quälte mich nun mit meiner Abschlussarbeit herum. Mein Thema war die Entstehung von sozialen Vorurteilen und ich hatte noch nicht den richtigen Biss gefunden, das Ganze einzugrenzen. Marlene war noch im Grundstudium und dabei, ihr Vordiplom zu machen. Da sie wusste, dass ich zurzeit nicht besonders hart arbeitete, bat sie mich manchmal um Hilfe, was meinem Ego im Übrigen sehr zuträglich war. »Worum geht es?«, fragte ich sie. »Hast du schon mal vom Forschungsprojekt Trance im Alltag gehört?« Ich schüttelte den Kopf, setzte mich aber aufrecht hin und schaute sie erwartungsvoll an. Ich hatte im Bereich Gesundheitswesen studiert und meine klinische Arbeit über Hypnose geschrieben. Das Projekt macht eine Untersuchung über die Beeinflussbarkeit in Alltagssituationen. »Arbeiten, Einkaufen, Tennis spielen«, zählte ich auf. »Genau«, Marlene nickte. »Anhand von Tests soll herausgefunden werden, welche Menschen sich wie beeinflussen lassen.« Ich saß jetzt kerzengerade am Tisch. »Was für Tests?«, fragte ich sofort. »Die Gehirnforscher ersuchen seit langem herauszufinden, welche Ordnung im Gehirn herrscht, wie die Organisation dort abläuft, wie Gedanken entstehen, aber es herrscht dort ein chaotischer Zustand. Ein gesundes Gehirn arbeitet völlig ungeordnet. Es gibt kein klares Ursache-Wirkungsverhältnis. Jeder Versuch, dieses System zu ordnen, führt zu einem völligen Zusammenbruch«, ergänzte ich. »Genau. Im Prinzip liegt in der Gedankenforschung vieles völlig im Dunkeln. Was für die freie Meinungsbildung eigentlich gut ist. Man stelle sich nur vor, wir wären total steuerbar«, stieß ich hervor. Marlene nickte. »Ja, wenn ein Mensch für einen Moment verwirrt ist oder unsicher, dann ist er besonders empfänglich für klare Botschaften, weil ein instabiler psychischer Zustand immer auf einen Ausgleich drängen wird. Was gezielt eingesetzt wird, wenn eine Hypnoseinduktion gegeben wird. In dem Text werden beispielsweise sich widersprechende Aussagen eingeflochten oder sonst wie Unsicherheit geschaffen. Wenn in dieser Situation der Befehl zur Entspannung gegeben wird, wird er dankbar aufgenommen«, sagte ich. Marlene nickte erneut. »Nun gibt es Menschen, die sich häufiger in instabilen Situationen befinden und andere, die weniger oft von einer sicheren Entscheidung zu einem anderen Standpunkt wechseln. Und die erste Gruppe wird also leichter beeinflussbar sein«, griff ich den Gedanken auf.
Wenn also die Einflussmöglichkeiten auf das menschliche Handeln vergrößert werden sollen, müssen möglichst oft instabile Situationen geschaffen werden, sprach Marlene weiter. Ich holte tief Luft. Wir schwiegen und sahen uns an. Keine sehr angenehme Vorstellung, dass so gezielt die Manipulationsfähigkeit von Menschen erfasst werden sollte. Die Schulklasse hinter der Scheibe kreischte und sprang platschend ins Wasser. Die Lehrerin, die immer noch einen trockenen Badeanzug anhatte, rief den Kindern zu, dass sie jetzt zum Umziehen gehen sollten. Wer finanziert eigentlich so ein Forschungsprojekt? Marlene zuckte die Achseln. Ich denke, es ist ein Uni-Studienprojekt. Was weiß ich, gehört zur Ausbildung. Sie schob mir einen Stapel Papier zu. Das sind die Protokolle über eine Versuchsreihe. Die Testpersonen wurden auf ihre Suggestibilität, also Beeinflussbarkeit, hin untersucht. Im Rahmen eines normalen Experimentalpraktikums im Grundstudium. Ich schüttelte den Kopf. Die Ansprüche werden doch jedes Jahr neu hochgeschraubt. Ich musste sowas zum Glück damals noch nicht machen. Was musstet ihr dann machen? Fragte Marlene gespannt. Wir haben ein Biofeedback-Experiment gemacht. Das klingt gut. Warum verziehst du da das Gesicht? Es ging darum, herauszufinden, ob Menschen über akustische Signale lernen können, Kontrolle über einen linken kleinen Zeh zu bekommen. Den kleinen Zeh? Weil wir niemanden fanden, der mitmachen wollte, haben wir uns gegenseitig getestet, erzählte ich weiter. Und was ist dabei herausgekommen? Wir konnten vor lauter Muskelkater 3 Tage lang nur noch humpeln. Das munterte Marlene auf. Also saß ich den Tag über vor meinem Schreibtisch und las gespannt die Protokolle. Die Tests waren eigentlich ganz einfach. Den Versuchspersonen waren Bilder gezeigt worden, bei denen in jedem Bild mehrere Motive zu erkennen waren. Die Häufigkeit, mit der die unterschiedlichen Motive gesehen worden waren, war notiert worden. So sollte herausgefunden werden, wer besonders häufig von einem Zustand zu einem anderen kam, also suggestibel war. Gegen Abend klingelte es an der Tür. Es war Robert und ich wunderte mich nicht. Seit gestern lag er irgendwie in der Luft. Robert und ich hatten uns vor einem Jahr getrennt, aber seit 3 Monaten hatten wir wieder Kontakt zueinander, riefen uns hin und wieder an oder versuchten uns erfolglos, wie seit jeher, von unterschiedlichen Kinofilmen zu überzeugen. Vor 4 Wochen hatte er mir stolz erzählt, dass er Vater werden würde. Ich mochte seine neue Freundin und hatte aufrichtig gratuliert. Dass er mir manchmal noch durch die Träume geisterte, hing nur damit zusammen, dass ich mich in meinem neuen Solo-Dasein doch noch oft recht einsam fühlte. Ich arbeite, sagte ich ihm. Gut, dann mach Schluss und lass dich auf ein Bier entführen. Und auf ein Gyros am Silval, antwortete ich und griff nach meiner Jacke. Von meiner Wohnung aus sind es 10 Minuten zu Fuß zum Kneipenviertel in Bremen, kurz einfach das Viertel genannt. Ich meine, 10 Minuten, nachdem man es geschafft hat, die Bismarckstraße zu überqueren. Dafür muss man immer noch einmal so viel Zeit einkalkulieren. Im Viertel hängt auch ein Teil der Drogenszene herum. Es gibt einen Straßenstrich, jede Menge Läden und Kneipen. Kurz, das Nachtleben spielt sich teilweise dort und um den Bahnhof herum ab. Und seit neuestem auch an der Schlachte, einer Straße direkt an der Weser, wo sich einige Lokale angesiedelt haben. Es ist, als ob die Bremer zu guter Letzt endlich doch noch die Weser für sich entdeckt hätten. Robert und ich gingen durchs Fesenfeld zur Silvallkreuzung, dort, wo viele brave Autofahrer ihre Knöpfe herunterdrücken, wenn sie vorbeifahren oder eben gar nicht erst vorbeifahren. Die Silvallkreuzung gewann Silvester 1987 über Bremens Grenzen hinaus etwas an Popularität, als dort ein Feuer angezündet wurde. Es wird jedes Silvester dort Feuer gemacht. Und ein Supermarkt von den feiernden Menschenmengen geplündert wurde, was in den darauffolgenden Jahren immer wieder neu versucht wurde. Wir steuerten dort eine der zahlreichen Imbissbuden an, an denen man die halbe Nacht hindurch Pizza, Gyros und Ähnliches bekommen konnte. Mit Knoblauchgeschmack im Mund gingen wir anschließend zur Lagerhauskneipe und setzten uns dort auf 2 nicht ganz zusammenbruchsichere Stühle. Dann philosophierten wir über die Namensgebung von Roberts zu erwartendem Nachwuchs. Angenehm müde kam ich nach Hause, schloss die Wohnungstür auf, merkte, wie ich immer noch hungrig war und ging in die Küche. Vor einer Woche hatte ich das Licht im Kühlschrank repariert. Da war ich fast stolz drauf. Es hatte auch lange genug gedauert. In meinem Kühlschrank lag also hell angestrahlt und gut beleuchtet ein abgeschnittener Frauenfuß mit hellrot lackierten Fußnägeln.
Noch bevor ich diesmal die Polizei rufe, wusste ich, dass solche Zufälle keine Zufälle sein konnten. Ein Plan dahinter stecken musste. Und mir wurde klar, dass mein Leben sich verändern würde, schon verändert hatte. Ich vermutlich nichts mehr daran drehen konnte. Später nannte ich diese Tage immer nur zynisch die Zeit, als Juliane in mein Leben trat.